first podium in your career. How does it feel? How does this day feel for you? Ja, der Tag ist sehr, sehr was Besonderes für mich. Ich muss sagen, bin nicht wirklich gut reingekommen da in Engelberg, bin da das erste Mal, aber habe heute meine besten Sprünge gezeigt. Das Glück war auf meiner Seite und ja, ist unbeschreiblich. Ich kann es immer nicht fassen. Yeah, he's very happy today. He had a rough start here in Engelberg. It's his first time here in Engelberg, but now he had a great competition, a little bit of luck and yeah, like I said, very happy. So how important is this win for you? Wie wichtig ist das? Ja, ich muss sagen, schon sehr. Es war jetzt letzte Zeit schwierig, habe mir wirklich selber einen gescheiten Druck gemacht, weil ich gespürt habe, dass mehr geht, aber nicht wirklich was gegangen ist. Und mit dem Tag und mit dem Podest, mit dem dritten Platz, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich drüber und mein Selbstwert oder Selbstgefühl ist sehr hoch jetzt. Yeah, the win today was quite important because he felt a little pressure on himself. He put it on himself because he had the feeling that he can do a lot better than he showed in the last competitions. And now he's looking forward to the Four Hill tournament with a lot of confidence. Speaking about Four Hills tournament, we were discussing that you might be a little bit like a secret surprise before Four Hills because it would not be the first time like Thomas Dietrich once. Ich muss sagen, ich mache mir da jetzt keinen Druck. Also ich muss meinen Job machen. Sicher ist sehr gut, wenn ich jetzt da Dritter geworden bin. Aber wenn ich mir da jetzt dann wirklich selber einen Druck mache, dass ich da was erreichen könnte oder vielleicht auch werde, dann geht das wahrscheinlich in die andere Richtung. Und ich mache jetzt einfach meinen Job, genieße den Tag heute, nehme das mit zur Tournee und was schlussendlich rauskommt, das sehe ich mir an. He's just going to enjoy his third place today, and he has just to do his job at the Four Hill tournament, and he doesn't put any pressure on himself right now. He's just going there, doing a job, and then we'll see what comes out. So, what's the atmosphere in the Austrian ski jumping team right now? Is it good? It's very good. Also, ich muss sagen, ich glaube, die Stimmung war sicher noch nie so gut, wie es jetzt zurzeit ist. Jeder feiert ihn an und an, jeder vergunst wen und ja, und das macht halt ein gutes Team aus. Und wenn man jetzt schaut, sind wir Nationenführender und das zu Recht. Wir helfen wirklich stark zusammen. There's a great atmosphere within the Austrian team right now, the best he ever had, and they are leading at the Nation Cup. So yeah, he's having a good time with the rest of his teammates. You are a very young athlete. Did you have any idols or still have some sports idols? Es sind andere Sportarten oder Hobbys, oder? Ja, hast du irgendwelche, ob du irgendwelche Sportidole hast? Achso, Sportidole. Naja, Kicker sei. Ist, glaube ich, mein Favorite. Und ja, er ist schon sehr lang dabei. Schade, dass er jetzt bei der Tournee nicht dabei ist. Aber wenn man sieht, er ist sehr lang dabei und auf sehr hohem Niveau gehupft. Und ja. Und irgendwann möchte ich auch einer sein, der was so lang gehupft ist und so erfolgreich ist. Yeah, his favorite is Noriaki Kasai. It's bad that he's not at the Four Hill tournament this season, but he's been very successful for a very long time. And Jan wants to do not the same thing, but to be one of the athletes that can compete at a high level for a long time. Last question, who is your best friend in the team? Because we know, for example, Stefan is always with me, Michi Heibeck, and what about you? Der beste Freund. Ja, ich habe schon verstanden. Also, bester Freund, ja, wir verstehen uns alle gut. Also, bester Freund kannst du nicht sagen. Mit dem, was ich am meisten Zeit verbringe, ist der Aschenwald Philipp. Das ist mein Zimmerkollege. Ja, verstehe mich sehr gut mit ihm und haben ein gutes Klima im Zimmer, muss man sagen. Und ja, aber wir verstehen uns alle sehr gut. They all get along really well on the team. Philipp Aschenwald, das ist Roommate. And they have a great chemistry and always having a good time in the room together. Yeah.